Herzlich willkommen zu unserem neuen Video aus der Türkei. Wir nehmen euch mit ins schöne Sivas. Wir entführen euch in die Stadt der tanzenden Derwische nach Konya. Und wir erreichen die Mittelmeerküste auf der Höhe von Antalya. All das und noch viel mehr gibt's nach dem Intro. Bleibt dran! Wir sind Petra und Christoph aus Hamburg. Ein Jahr verbringen wir auf kleinstem Raum mit größtmöglicher Freiheit in unserem Pörsel-Kastenwagen. Unser Weg führt uns über den Balkan, durch den Kaukasus und die zentralasiatischen Staaten entlang der Seidenstraße. Auf dieser Midlife-Reise füllen wir weiße Flecken auf unserer persönlichen Landkarte. Filling White Spots eben. Wir machen uns auf den Weg durch die raue anatolische Berglandschaft Richtung Süden. Guten Morgen aus Zara in der Türkei. Wir sind auf dem Weg nach Sivas und gestern bei Regenwetter losgefahren, sind dann in Nebel geraten und irgendwann haben wir uns auf einem Pass wiedergefunden bei einsetzendem Schneefall und Temperaturen knapp unter Null. Eigentlich ein Wetter, was wir in Georgien auf der alten Heerstraße befürchtet hatten. Und hier in der Türkei hat es uns jetzt ereilt. Wir waren super froh, dass wir in Taschkent vor ein paar Wochen uns noch zwei neue Vorderreifen gegönnt haben. Denn die alten waren krass abgefahren und hatten auch schon echte Lücken im Gummi. Das hat uns gestern so ein bisschen ein kleines Sicherheitsgefühl gegeben. Jetzt ist es kurz nach acht. Wir machen uns jetzt gleich auf den Weg nach Sivas. Eine Stadt, die auf der alten Seidenstraße liegt und in der es auch ein paar schöne Sachen zu entdecken gibt. Und selbstverständlich seid ihr dabei. Als wir in Sivas ankommen, stellen wir leider fest, dass die 1271 erbaute Gökmedrese geschlossen ist. Immerhin können wir einen Blick auf die 25 Meter hohen Minarette am Osttor werfen. Die Medrese soll innen eine reiche Ausschmückung besitzen und gilt als Meisterwerk der seldschukischen Zeit. Das achteckige Mausoleum wurde für den Sufi-Meister Ahi Emir Ahmed aus dem zentralasiatischen Choresmien gebaut, der sein halbes Leben in Sivas wirkte. Die Behram Pasha Hani von 1576 beherbergt heute ein Hotel. Der Taschan wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erbaut und ist auch heute noch eine Einkaufspassage. In Ayas Café im Obergeschoss ruhen wir uns aus und freuen uns, als der gastfreundliche Besitzer uns einen Tee aufs Haus serviert. In der Buruçiye Medrese von 1271 wurde früher Physik, Chemie und Astronomie gelehrt. Das Gebäude ist in Form der alten türkischen Medresen Zentralasiens erbaut. Die Çifte Minareli Medrese ist die zweite Doppelminarett-Medrese in Sivas. Auch sie wurde 1271 erbaut, allerdings existiert von ihr nur noch die Wand des aufwendigen Eingangsportals. Thank you.
Für uns geht es weiter nach Konya. Neben Sivas war auch Konya Hauptstadt des Seldschukenreiches. Konya ist das religiöse Zentrum des Landes und bekannt für seinen Derwischorden. Die Stadt empfängt uns mit traumhaftem Wetter und frühlingshaften Temperaturen. Das Mevlana-Museum mit dem charakteristischen türkisfarbenen Dach des Mausoleums ist das Wahrzeichen der Stadt Konya. Schon beim Betreten sind wir gebannt von der schönen orientalischen Ausschmückung. Bis in die heutige Zeit dient das Mausoleum als Wallfahrtsort gläubiger Muslime und der Anhänger des Rumi-Ordens. Gerne hätten wir uns die tanzenden Derwische im Kulturzentrum live angesehen. Deren Auftritte finden leider jedoch nur freitags bis sonntags statt. Im Zentrum Konyas befindet sich die wunderschöne Atsiziye-Moschee, deren Architekturmix aus Barock und osmanischem Stil sie eher einer Kirche gleichen lässt. Wir schauen uns das Bauwerk einmal genauer von innen an. Für eine Nacht stehen wir auf dem großen Parkplatz am Kulturzentrum. Die Karatei mit Rese aus dem 13. Jahrhundert war einst eine seldschukische Theologieschule. Aufgrund der gut erhaltenen Fliesen am Kuppeldach und an den Wänden beherbergt sie heute das Fliesen- und Porzellanmuseum. Die Aladin-Moschee von 1235 ist eine der ältesten Moscheen der Seldschuken. 8 ihrer lokalen Herrscher sind hier begraben. Der Komplex liegt auf einem künstlich aufgeschütteten Hügel, der heute als Park genutzt wird. Die Inche Minareli-Medrese von 1264 wird heute als Museum für Stein- und Holzkunst genutzt. Zurzeit ist es wegen einer Renovierung geschlossen.
Bevor wir in Richtung Mittelmeerküste weiterfahren, freuen wir uns auf unsere frisch gewaschenen Klamotten. Für 3 Maschinen zahlen wir umgerechnet 10 Euro. Auf dem Weg nach Sirik spüren wir mal wieder, dass wir entlang der alten Seidenstraße reisen. Wie in der damaligen Zeit machen auch wir Halt in der Kagihan-Karawanserei. Beim Betreten des Innenhofs ist der alte Geist greifbar. Vor unserem inneren Auge tauchen Kamele auf. Sitzen Männer beim Tee und Teppichhändler bieten ihre Waren an. Während wir fast schon die Klänge einer Balama hören und uns der Duft türkischen Kaffees in die Nase steigt. Über das Baudatum der Karawanserei liegen keine genauen Angaben vor. Aufgrund des Baustils wird eine Gründung zwischen 1236 und 1246 zur Zeit der Seldschuken vermutet. Sie liegt zudem an einem alten Karawanen- und Handelsweg, der Verteilung der Waren aus Zentralasien über die Südtürkei nach Zentralanatolien diente. Im Badeort Sirik stehen wir für 2 Nächte an einem für Vanlifer reservierten Parkplatz. Hier nutzen wir erstmals unsere tollen faltbaren Campinghocker, die mit einem Mini-Packmaß und nur 280 Gramm Gewicht perfekt für unterwegs sind und in jeden Rucksack passen. Übrigens auch ein super Weihnachtsgeschenk für Wanderer und Radfahrer. Den Link packen wir euch in die Videobeschreibung. Wir genießen die 2 Tage hier, die wir hauptsächlich zum Entspannen nutzen. Auch die Türken lieben Vanlife. Sie belegen 90% der Plätze mit ihren größtenteils selbst ausgebauten Bussen. 14 Tage darf man auf diesem Platz kostenlos stehen. Toiletten, Kaltwasserduschen, Frischwasser und Strandlage inklusive. Nach 3 Monaten springe ich bei sommerlichen 24 Grad endlich mal wieder in meine Laufschuhe. Mit der App Komoot erstelle ich mir eine 12,5 Kilometer Strecke entlang einiger Dörfer und Feldwege. Aufgrund der langen Laufpause brauche ich für die Distanz dann doch 1,5 Stunden und merke am nächsten Tag endlich mal wieder meine Oberschenkel. We'll be right back.
Entlang der Küste, leider ohne Meerblick, fahren wir weiter nach Finike. Bei diesem herbstlichen Küstenwetter fühlen wir Hamburger uns fast wie zu Hause. Das war unsere Woche in der Türkei. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, uns zu begleiten. Wir freuen uns auf euch nächste Woche in Izmir. Bis dahin nicht vergessen, liken, abonnieren und Glocke drücken. Bis dahin. Ciao. Tschüss.